So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir stehen hier wieder mal vor der Berufsschule, also vom Technikum irgendwas, ne? Da war ich auch mal drin. Digga, ich erzähle dir nichts, denn hier wird schon wieder Rasen gemäht, Hecken geschnitten, es ist schon wieder laut, es ist nass, es ist komisch, aber Eviltal ist angekommen in den Raids. Das ist der allererste 5er-Raid, den ich heute hier sehe mit dem neuen Raid-Boss. Hier hinten ist noch ein Xeneas gewesen, das ist natürlich 10.30 Uhr ungefähr aufgegangen. Ja, müsste ungefähr hinhauen, deswegen ist das jetzt 11.15 Uhr gleich weg. Hier geht 11.24 Uhr das erste Eviltal auf bei uns. Diesmal ziemlich zügig, ziemlich rechtzeitig. Aber ich kann das Video am Dienstag ja wieder nicht hochladen. Die Sperre ist noch bis Freitag und wahrscheinlich werdet ihr einfach alles am Freitag sehen. Den wollen wir gleich öffnen, den wollen wir gleich machen. Ich habe euch hier auch nochmal eine Liste. Normalerweise poste ich sowas immer in den Community-Tab, weil der Community-Tab momentan auch nicht nutzbar ist, leider. Gucken wir uns das mal an. Es hat natürlich die gleichen Werte wie Xerneas. 21,60 und 27,1 mit Wetterboost kann das erreichen. Am effektivsten sind hier Elektroangreifer wie Zekrom, Voldolos in der Tiergeistform, dafür, dass alle gesagt haben, das ist nutzlos und das braucht man nicht, ist es hier sogar auf Platz 2. Ansonsten habt ihr Gesteinsangreifer, ihr habt Rihonja dabei, ihr habt Ramaidon dabei, ihr könnt auch Krypto-Versionen nehmen, da ist auch Krypto-Ile Voltec mit am Start, Krypto-Zapdos, Krypto-Raikou, also wenn ihr da was Gutes habt, nehmt das, packt das mal rein. Ist Typ Unlicht und Flug, ja, kann wenigstens Unlichtattacken und kann Flugattacken bei Quick und Charge. Müsste also doch eigentlich sinnvoller und besser sein als Xerneas, dem ja immer noch die Feen-Sofortattacke fehlt. Dann habe ich hier gepostet im Ramses der Dicke. Wo steht denn das hier? In der Raid-Gruppe. Eigentlich mache ich das ja auch immer im Community-Tab, musste ich aber jetzt dahin ausweichen. 11.24 Uhr, Eviltal. Und wer hat sich angemeldet? Der Drogendino, Genaya, Michi, Hannes, Wurex, Joel, Lucian, Basti Pokes, Das Killer. Und der eine Kollege hat seine Nachricht wieder gelöscht. Ich weiß nicht, wieso die das immer machen. Schon bei Mega Altaria. Es melden sich 10 an. Ich sage, okay, wir sind 10. Und auf einmal sagt einer, das sind aber nur 9 und ich, ja, weil einer seine Nachricht gelöscht hat, eigentlich waren wir 10. Jetzt auch wieder, Tom hat seine Nachricht gelöscht, ne? Und die werde ich jetzt natürlich einladen. Wir werden jetzt hier noch kurz was fangen zur Überblendung, werden die 9 Minuten noch abwarten. Ansonsten weiß ich nicht. Da hinten arbeiten sie, wie gesagt. Ich wollte das ja eigentlich hier hinlegen, aber da muss ich mich wieder die ganze Zeit so reinbuckeln und bücken, das ist ein bisschen komisch gemacht. Dann ist es hier außerdem nass, hier hat es eh überall noch drauf geregnet. Hab mir die Karre hier hingestellt, da kann man sich wieder hinten in den Kofferraum hängen und kann von da spielen, aber mal gucken, entweder machen wir es aus dem Kofferraum heraus oder wir legen das hier hin, können wir gleich sehen. Und ich mache auch noch einen Lucky Trade. Wenn wir das gefangen haben, mit Mäusekind bin ich nämlich Glücksfreunde. Wenn ich meins fange und sie es fängen, dann können wir direkt im Video noch einen Lucky Trade machen. Vielleicht gibt es ja dann das 100er wie bei Demeteros. Das wäre natürlich episch. Das war's jetzt erstmal. Meldet uns gleich zurück, wenn wir in den Raid gehen. So, jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, öffentlich reingehen, privat reingehen. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass die Lobby dann wieder Fremde beinhaltet oder auch nicht. Also in der Hibu-Gruppe sieht es ruhiger aus, da hat keiner was gesagt oder keiner gefragt, aber wie immer, wenn man dann reingeht, dann kommen sie plötzlich alle. Aber ich muss den ja immer hier so machen. Den ersten mache ich immer mit der Community auf YouTube vom Kanal, sonst was. Ansonsten, wenn ich in der Nähe einen sehe, frage ich in der Woche immer in Hibu, ob jemand Bock hat mitzumachen. Manchmal passt, manchmal nicht. Deswegen ein bisschen kompliziert so mit Absprachen und Fremden, seit es eben die Fanraid-Pässe gibt und jeder einfach der Lobby frönen kann, beiwohnen, obwohl die gar nicht da sind, hat man da eben keine Übersicht mehr. Ich werde jetzt einladen, ihr habt den gesehen, gucken wir uns nochmal an. Mann, ist der mächtig und brutal, er sieht ja aus wie Xerneas, nur in Rot, ne? Wir drücken jetzt hier überall rein auf den iPhones müssen wir wieder einladen, das heißt, ich drücke mal kurz hier die Punkte an, weil ich mir die ja wieder markiert habe. Einmal da, einmal da.
Basti, Staskiller, Tom, Horak, Joel, Lucian, Drogendino, Michi, Wurex, Hannes, Genaya sind auf jeden Fall jetzt alle eingeladen. Wir sind immer noch 6 Leute, das heißt meine 6 Accounts, das passt. Von den Eingeladenen kann nämlich jetzt noch keiner drin sein. Ja, was haben die so für Pokémon? Hier sehe ich Rihonyor, Machomai, Bruder Lander, Elevolte, Große Rade, Machomai. Ich glaube, alles andere habe ich weggeschmissen. Hier auch Bruder Lander, Machomai, Dragoran, Rihonyor, Machomai, hier Machomai und Rayquaza, Raikou. Yeah! Despota, Machomai, Despota. Überall. Ja gut, viel. Ihr seht viel Machomai am Start. Wegen Unlicht, Kampf gegen Unlicht, passt. Despota hat man damals in den Raids auch immer mit Machomai verprügelt. Das war immer sehr cool, so ein Duo-Raid mit Despota. Mittlerweile geht Despota ja als Solo-Raid, ist als Solo-Raid machbar. Und ich habe gesehen, die Eventbosse haben wieder gewechselt und Despota ist auch wieder jetzt zurück in den Raids. Das wäre was gewesen für Donnerstag. Raids für Zuschauer mit Despota ist auch immer heiß begehrt, aber Donnerstag ist der Kanal noch gesperrt. Donnerstag sind wir nicht live. Erst ab Freitag, vielleicht Freitag zum Einstieg, direkt Despota Raids für Zuschauer hosten, labern über die ganze Woche, was passiert ist. Und Samstag dann mit Iveltal weitermachen und noch mehr labern. Ich weiß es nicht. Muss ich mir mal anschauen. Wir haben jetzt hier 15 Leute drin, das heißt, einer fehlt. Wer auch immer fehlt, ich weiß es nicht. Genaya, Drogendino, Hannes, Michi, Joel, Basti, Tom, Wurex, Lucian. Einer ist nicht drin, einer fehlt, einer hat nicht mitgemacht. Wenn ihr wisst, wer, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr derjenige seid, schreibt es am besten nicht rein. Irgendjemand wird schon aufgepasst haben und wird genau wissen, jetzt, an wem es wieder mal gescheitert ist. Vielleicht Einladung verpasst, nicht gesehen, nicht auf die Uhr geguckt oder auf die Uhr geguckt und keinen Fanrate-Pass gehabt, das kennt man ja auch immer. Haben wir öfter so Experten drin, die haben gar keinen Fanrate-Pass und dann tragen die sich ein für einen Fanrate und die wissen das nicht. Gestern war Montag, das heißt gestern gab es wieder eine Box, wo man wieder einen Fanrate-Pass bekommen hat. Auf den kleinen Accounts lasse ich die meistens liegen, weil ich mit denen immer nur vor Ort einen mache. Aber auf dem Großen habe ich den, glaube ich, abgeholt. Das ist wichtig für Mittwoch, für Raid Mania. Da werde ich mich auch einladen lassen, wieder die ganze Stunde. Auch wenn ich nicht live bin, werde ich die Raid Mania zocken. Werde eine Stunde lang Iveltal raiden und werde das nachträglich auch hochladen. Ich werde das alles also aufnehmen, den Bildschirm abfilmen, eine Stunde lang, wie ich eingeladen werde. Abschlussraids gibt es halt nicht, ist ja keiner da, mit dem man sich verabreden kann. Wert braucht man auf jeden Fall 21,60, wie gesagt, ist derselbe 100er Wert, wie es bei Xerneas war. Ah, mein Bein. So, hier haben wir 21,6 bei Mäusekind. Wir gucken uns die anderen mal kurz hier an, drücken das mal alles durch. Haben, ich meine, eigentlich ist es eh komplett egal, die sind alle nur zum Tauschen da. Selbst wenn das jetzt ein 100er wäre, würde das nichts. Würde das nichts bringen, weil das kleine Accounts sind. 21,22, 21,14, 21,17, 21,30 bis jetzt das Beste. 21,6 auf dem Kleinen. Wir müssen jetzt aber fangen auf dem Großen. Dafür stelle ich euch natürlich wieder hin. 19 Bälle und guck mal, wie der sich fangen lässt. Das ist nämlich auch noch so eine Sache für sich. 21,17, okay. Der flattert wieder rum. Der Kreis war einfach viel zu groß, also erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ja. Ihr haltet den Ball fest, ihr stellt den Ball wieder ein. Ihr seht ja, wenn er angreift, ist immer, wenn er so seine Arme nach hinten macht und dann nach vorne schlägt. Bleibt er dann aber so? Kann man den so einstellen? Alter. Der ist auf jeden Fall sehr aggressiv, wie ich gerade merke. Der geht nicht nach links, nicht nach rechts. Wenn, dann geht er mal hoch und mal runter. Und er greift oft an. So. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er angreift. Der Kreis müsste ja eingestellt sein. Einfach fabelhaft. Beim ersten Mal, wo wir es eingestellt haben. Das sieht doch gut aus. Und ist auch gleich drin.
Also wenn mich jetzt jemand fragt, der lässt sich richtig gut einfach fabelhaft werfen und treffen und alles dabei. Haben wir hier einen neuen Pokédex-Eintrag registriert, haben gleich XL-Bonbons dabei. Wir können den noch fix bewerten. 12, 13 meine ich. 13, 10, 15, 18, 5. Wir fangen ganz kurz was und dann machen wir noch den Lucky Trade. So, ich bin eigentlich guter Dinge, dass der Lucky besser wird als der, den ich jetzt habe. 21, 17. Ist natürlich doof, eigentlich müsste ich einen tauschen, der weiter weg ist, beziehungsweise mit einem tauschen, der weiter weg ist, dass es gleich wieder einen XL-Bonbon dafür gibt. Aber egal, den ersten machen wir jetzt einfach mal so. Ich muss mir nur mal hier eine Tauschanfrage schicken von dem Mäusekind-Account. Jetzt gehe ich hier noch rein. Da steht Aufbewahrungslimit erreicht, also er kriegt ja nichts zusätzlich. Wir tauschen das hier nur aus. Dann seht ihr, das müsste beides auch derselbe Ort sein, außer es vermehrt wieder was. Dass bei dem einen das steht, bei dem anderen das andere. 21,6 und 21,17. Straufhain, manchmal steht auch Röhmhild da, werden getauscht. 21,60 das 100er. Ah. Wir können natürlich trotzdem einen XL-Bomber mal halten, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch bei der kleinen Distanz. Wir probieren es einfach mal und kriegen ein. Wir haben sogar einen XL bekommen, okay. Ihr dürft euch den Großen nicht angucken. Wartet, wir müssen erst den Kleinen zeigen. Also wir packen den weg, gucken uns den Kleinen an. Ja, Moment. Oh Mann, es ist ein 21,33 mit 14, 13, 13. Und was hat der Große? Oh toll, 21,25. Also er ist auf jeden Fall von 21,17 auf 21,25 hochgegangen. Aber der Kleinere hat sich von 21,7 auf 21,33 verbessert. Das ist auf jeden Fall viel besser. Können wir euch hier auch nochmal zeigen. Falls ihr das seht, Lucky, zack, Lucky Eviltal Trade. Neben mir noch so Platz, irgendwas einblenden. Ja, ich bin gehypt. Von Xerneas haben wir auch einen 100er bekommen mit 21,60. Das kann ich sogar jetzt auf Level 50 pushen. Ich habe nämlich die XL-Bonbons voll. Hier haben wir jetzt Zeit, zwei Raid Manias stehen aus, dazwischen jeden Tag der freie Raid Pass steht aus. Es eilt theoretisch nichts. Das Beste ist das Beste, wenn es kein 100er ist, ist es kein 100er. Das kommt eh irgendwann wieder, auch als Shiny. Wenn ich aber bei der Raid Mania oder bei einem täglichen Pass jetzt ein 100er bekommen würde, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem übelst reinsuchten, um das schon auf 50 zu bringen. Muss ich mir mal anschauen. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.